Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 18.12.2020. Heute ist Freitag. Hatte aber keine Assistentin oder Assistent da. Es war ziemlich langweilig. Ich habe bis nach 12 geschlafen. Und dann darauf gewartet, dass Kerstin mich anruft, aber bei der war es ziemlich stressig und die konnte hat mich dann aus dem Auto angerufen. Und wir haben uns für Montag etwas ausgemacht zum Telefonieren, wenn es da besser passt. Ich hoffe, dass es da besser passt. Am Montag, also am Morgen kommt Sonja, am Samstag und am Montag muss ich Katheter tauschen und um zwei Katheter tauschen und um vier mit Christoph telefonieren. Bin ganz gespannt, wie es wird und ob ihm was zu reden einfällt, ob das Katheter tauschen weh tut. Ich hoffe mal nicht, aber wahrscheinlich tut's wieder weh wie jedes Mal. Aber naja, sind gerade wieder hängen geblieben am Kasten beim Vorbeifahren. Wir haben so ein Kastel, einen Schrank im Vorraum stehen und da bleiben wir immer mit dem Schlauch hängen. Das hätte mir schon zweimal fast den Katheter rausgerissen. Oder ist das dritte Mal? Und das ist echt nicht cool. Aber naja, mal schauen. Vielleicht kann Papa da einen anderen Knopf dafür anbringen oder so. Mal gucken. Sonst gibt's nicht viel Neues. Hab heute auch nicht lange mit Kerstin geredet, weil es im Auto etwas laut war und sie auch nicht so viel Zeit hat. Aber kann mal passieren. Wenn man stressig im Spital ist. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Und ich bin halt schon sehr müde. Und freue mich auf Schlafen gehen. Es ist 19:12 Uhr. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Arines. Bis zum nächsten Mal.